Ey, yo, Leute! Willkommen zurück zu Subnautica in der Aurora! Naja. Ja, wir sind ja im letzten Part hier in der Aurora angekommen, ne? Oh Mann, jetzt sieht so ein bisschen das Essen aus, ey. Hätte ich doch mal ein bisschen mehr zu essen mitnehmen sollen, ne? Naja, jetzt jedenfalls, jetzt sind wir hier. Aber jetzt müssen wir zusehen. Das war halt mit der Schubkanone so ein bisschen die Klamotten hier an die Seite heben. So. Okay. Und schon kommen wir hier mehr oder weniger durch. Naja. Scheint wohl immer noch Nacht zu sein. Weil es immer noch so dunkel ist. So, ne, jetzt haben wir. Das Urteil interner Schaden. Schadensmuster passt zu keiner bekannten Angriffs. Irgendwas. Ach so. Das habe ich euch auch gar nicht gezeigt. Mittlerweile funktionieren Audi-Logs auch wirklich wie Audio-Logs. Ne? Man kann sie endlich mal abspielen. Mal gucken, ob ich gerade einen finde. Ne, hier zum Beispiel dieser Audio-Log hier. Ne? So, jedenfalls. Jetzt haben wir hier eine Codetür. Und hier haben wir den Code. Zu Cargo Bay. Oh, war doch Cargo Bay, ne? Und wo stand das eigentlich auch? Naja. Ja, vorne am Eingang 14. Was war das? 14. 1454. Richtig, und so öffnet sich denn auch die Tür. Na, und jetzt sind wir hier drinne in der Cargo Bay. Naja. Ah, hier müssen wir halt so ein bisschen aufpassen. Soweit ich weiß, ist dahinter nichts, deswegen werde ich da auch kein großartiges Feuer löschen. Ja, nochmal Wasser. Aber nicht das Wasser ist momentan so ein bisschen das Problem, sondern das Essen ist so ein bisschen das Problem. Ich meine, da war auch, glaube ich, nichts großartig weiter. Naja, Gabelstapler. Okay, da ist auch nichts weiter. Hier haben wir noch eine Kiste. Mit Nährstoffblock. Gut. Den können wir denn auch gebrauchen. Aber wir schauen uns erstmal kurz ein bisschen hier oben noch um. Gibt es nämlich noch zwei weitere Kisten. Nochmal Nährstoffblock. Gut. Nochmal ein bisschen was zu trinken. Ja gut, aber dafür haben eigentlich die Entwickler schon ziemlich gut gesorgt, dass man hier drinnen eigentlich nicht zu kurz kommt, was Nahrung und Wasser angeht. Na, das ist schon ziemlich gut gemacht. Gut, momentan habe ich auch ein bisschen zu viel. So, aber ich meine, hier hinten war, ne, hier hinten war sonst weiter nichts mehr. Würde. Das heißt, wir können nach unten. Ich dachte, die Leiter kann man benutzen. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Wir müssen so ein bisschen aufpassen von dem. Oh, Alter, also ein bisschen viel Wasser momentan. Ja, und hier haben wir den Teil, der unter Wasser steht. Also hier muss ich so ein bisschen aufpassen. Hier gibt es nämlich auch
Bleeder. Oh, müssen wir gucken, ist da unten irgendwas? Sieht aber nicht danach aus. Noch ein Nährstoffblock. Naja, und ihr seht das ja auch an meiner Lebensleiste, also das Feuer, das haut doch mitunter ganz schön rein, ey. Okay. Drecksviecher. Hey, so greift er den denn jetzt nicht? Bräuchte ich aber erstmal das scheiß Schweißgerät. Alter, das gibt's nicht. Hau ab! Mann, ey. Komm los gleich. Alter, das gibt's nicht. Drecksfisch! Ich weiß nicht, wieso hat die jetzt nicht gereift hier. Sonst hat er die Fische eigentlich immer gegriffen. Piss dich. Achso, weil sie zu weit weg waren wahrscheinlich. So. Mann, ey. So, ich hab... Wollte gerade sagen, jetzt brauchen wir erstmal das Repair-Tool. Das können wir jetzt auch auf 5 machen. Weil ich meine, normalerweise kommt jetzt nichts mehr großartig mit Feuer erstmal. Ja, jedenfalls in der Testbranch gab es schon ziemliche Probleme damit, dass halt Wracks doppelt gespawnt sind oder dreifach gespawnt sind. Und somit musste man auch Türen doppelt aufschweißen, beziehungsweise dreifach aufschweißen. Na, so, schauen wir nochmal. Jedenfalls hier hätte man normalerweise auch die Seemotte kriegen können. Alle Fragmente. Na. Aber was es hier auch noch gibt, ist ein Druckkompensator für die Seemotte. Na. Somit kann denn die Seemotte dann schon mal ein Stückchen tiefer tauchen. Aber natürlich das Schönste, was es hier drin zu finden gibt, ist natürlich der Pornanzug. Den findet man nämlich hier komplett drin. Ja. Okay. Ja, da hinten gehen wir denn noch weiter, aber ich will erstmal kurz zum Reaktorraum. Antriebsraum haben sie den genannt. Naja. Die Abschirmung des Antriebskerns erlitt mittelmäßigen inneren Schaden während der Kollision. Versuche eine Reparatur ohne passende Qualifikation. Ach doch, hier ist wieder Feuerchen. Da brauche ich doch nochmal den... was könnte ich denn mal weglegen? Wenn es mal ein bisschen heller werden würde, ne? Und es nicht stottern würde. Ja. Okay, ja, und das ist der Antriebsraum. Ja, ich hätte dazu eher gesagt Reaktorraum, aber naja, egal. So, jedenfalls, habt ihr ja gerade gehört, wir sollen maximale zulässigen Bereich. Jedenfalls, hier gibt es nochmal eine Cyclops Energieeffizienzmodul. Jetzt habe ich das Ding da drauf, naja.
Egal, dann legen wir mal kurz das Schweißgerät auf 4. Ja, genau, auf 4. Ja, jedenfalls, wenn wir diesen Antriebsraum hier reparieren, verringert sich auch die Strahlung, beziehungsweise die Strahlung ist dann ganz weg. Ja. Bloß, wenn wir jetzt nach unten gehen, müssen wir so ein bisschen aufpassen. Da unten sind nämlich noch so Viecher. Diese blöden Glieder. So. Ach, ist der auch alle? Okay. Dann der auch weg. Aua. Naja, na. Aber wir haben ja nicht. Wir haben ja nicht so wenige davon. Das ist schon mal gut. So. Aber wie gesagt, hier müssen wir so ein bisschen aufpassen. Hier sind nämlich diese blöden Glieder. Die blöden lästigen Fische. So. Den auch noch. Na, seht ihr ja, 7 Stück sind es nämlich jetzt noch. Ich gucke gerade bloß, wo diese blöden Fische sind. Also hier waren normalerweise so welche Fische drinne. Und natürlich muss ich jetzt so ein bisschen auf meinen Sauerstoff achten, da ich ja eben nicht gerade viele Sauerstoffflaschen mitgenommen habe, ne? Okay, ich dachte, hier ist noch eine Konsole, aber ne. Da haben wir noch einen. Da ist nicht schon mal so ein blöder Fisch. Wo ist er? Wo ist er? Mistfisch. Na komm. So. Ah, diese blöden Fische, ey, die sind so lästig. Vor allem, wenn man hier am Reparieren ist. Ja. So, 6 Stück noch. Mann! Ja. So, jetzt können wir eigentlich mal weitermachen hier. Jetzt habe ich endlich mal diese scheiß Fische gesehen, ne? Ja, mitten in der Aufnahme. Dann wird man gestört. Naja. Passiert halt. Davon kriegt ihr natürlich nichts mit, ist klar. Mann! Drecksviecher, ey. Ich die eigentlich schon gescannt? Ja. So. Naja, mal kurz auftauchen. Ich hatte es ja gesagt, ne, dass hier unten ziemlich viele sind. Okay. Das Vieh haben wir auch. Und hier sind noch 2 Stück.
Ja, die Folge wird heute ein bisschen länger. Ich möchte hier wenigstens diesen blöden Reaktor heute noch repariert kriegen. Oder halt Antrieb. So, ich dachte eigentlich... Attention. High-energy particle containment field restored. Auto-decontamination sequence initiated. Aquatic radiation levels are estimated to return to safe levels in T-minus 3 days, 10 hours. Na, habt ihr gehört? Also in 3 Tagen und 10 Stunden wäre die Radioaktivität auf 0. Oder wäre dann weg? Was war denn hier unten noch? Ein Feuerlöscher. Mhm. Ich dachte eigentlich, da sind noch mehr, weil sonst waren normalerweise nämlich da oben noch welche. Auf der anderen Seite. Naja, komm. Ach, siehst du jetzt. Ich will schon auf den Segleiter umsteigen. Den Segleiter habe ich doch gar nicht mit. Ja. Okay. Jetzt will ich hier auch nochmal kurz das Feuer ein bisschen löschen. Ja, also wirklich, okay. Man sollte wirklich schon mal so ein paar Feuerlöscher mitnehmen. Jedenfalls, ich meine, hier war doch normalerweise noch eine Lokstation, wo so ein Lok war. Aber momentan sehe ich die überhaupt nicht. Stehe ich jetzt nicht. Normalerweise stand hier eine Station, wo noch so ein Lok drinne war. Hm. Komisch. Naja. Nee, die haben sie wohl ganz rausgenommen. Die Station. Naja. Egal. Ihr seht es ja, auf der anderen Seite ist auch nichts. Hm. Naja. Oder haben sie die irgendwo anders hingepackt? Nee, ich sehe aber auch keine hier. Naja, Leute. So. Dann haben wir wenigstens den Reaktorraum in dem Sinne schon mal komplett abgehakt. Ja, hier ist noch ein Feuer. Noch ein voller. Ja. So. Dann würde ich mal sagen... ja gut, ein kleines Stückchen gehe ich noch. Beziehungsweise ich versuche jetzt erstmal schnell mal hinten die Tür aufzuschweißen. Weil ich das jetzt mal kurz wissen will. Ob, ob das jetzt, ob ich jetzt auch den Bug habe mit den Dreifachtüren oder nicht. So, jedenfalls. Ja, nee, das sieht gut aus. Normalerweise wäre er denn so rumgezittert, wenn das Doppelt- und Dreifachtüren wären. Ja, jedenfalls vorhin hatte ich es gehabt, da habe ich ein paar Fragmente. Doppelte Fragmente auf einer Stelle gehabt. Naja. Als ich halt nach der... nach dem Bioreaktor gesucht hatte. Naja. So, Leute. Jetzt ist aber wirklich Feierabend für heute. Weil ein Stückchen weiter... für diejenigen, die das Spiel kennen, wissen es, was da hinten kommt. Naja. Ja, jedenfalls. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.